Machen wir mal kurz einen Prozess hier. Schon. Ach, am Berg kämpfen ist blöd. Okay, ich glaube, das war's. Und dann schnappen wir uns hier noch die Gefangenen. Hier ein bisschen Ausrüstung. Das hier und das hier. Und das hier. So, Deshavi. Zieh mal das hier an. Und das hier. Halt, Moment, hast du ein Schild gehabt? Nein. Ferentes. Lass uns mal sehen, ob wir für dich nicht auch noch einen Helm haben. Und einen Schild. Und was brauchst du noch? Zieh mal das hier an. So, du kriegst von mir definitiv auch noch einen besseren Helm. Und ich glaube, sonst kann ich dir nichts anbieten. Ja, und Jeremus ist schon ganz gut ausgebildet. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier vorbei. Und holen uns ein paar Freiwillige. Rivercheck. Schauen wir mal hier in die Taverne. Okay. Ich hätte da ein paar Gefangene zu verkaufen. Wunderbar. Geht hier nicht. So, Marktplatz. Ja, ich denke, ich werde bei dem hier bleiben. Das hat ein bisschen mehr Trefferpunkte. So. Können wir hier... Was habe ich schon? Ach ja, okay. Dann reisen. Gelage in Jelkala. Nein. Hab ich keine Lust drauf. Halt, da habe ich auch einen Betrieb. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Reisender. Ja. War hier jetzt noch irgendjemand? Ich habe jetzt Schankwirt. Ist da noch jemand langgerannt?
glaube nicht. Nee. Keiner da. Okay. Auch gut, dann würde ich sagen, reisen wir mal weiter. So, und dann holen wir uns hier eben ein Gewerbe. Ja. Und weiterziehen. Schauen wir noch an der Schenke vorbei. Lösegeld. Reisender. Nichts Interessantes. Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal in Kudan vorbei. Na komm, bisschen schneller. Ja, ich weiß, sind nur Plünderer, aber ich will mir die trotzdem holen. Wir halten uns da gar nicht lange auf. Einfach mitten rein. Die sollten keine Gefahr für uns darstellen. Hoffe ich zumindest. Harmlos. Ich glaube, ich würde die ganze Gruppe wahrscheinlich auch alleine schaffen. Eigentlich müsste man dafür einen Ehreabzug oder sowas kriegen. Ja, mit so einer großen Gruppe hier und dann auch noch mit der Ausrüstung und dem Level hier dann einfach Plünderer platt macht. Halt, geht hier nicht, aber das hier geht hier. Nordfußsoldaten, wunderbar. Die nehme ich mit, den Rest ignorieren wir einfach. So, Schenke. Da haben wir Manit. Aha. Manit. Ich habe keinen Platz in meiner Truppe. Das ist natürlich nicht ganz so optimal. Dann ändern wir das einfach. So, noch ein Versuch. Wunderbar. Da haben wir den nächsten in unserer Truppe. So, schauen wir mal, dass wir dem vielleicht noch ein paar Ausrüstungsgegenstände besorgen können. Also, der braucht auf jeden Fall erstmal eine Armbrust. Wir haben sogar schon Stiefel für ihn. Dann braucht er Bolzen. Haben wir hier Bolzen? Das sind sogar gute. Naja, hier ist jetzt keine stumpfe Waffe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Naja. Gibt's später. So, dann komm mal her.
Und nimm mal das Pferd hier. Diese Stiefel, die Armbrust und die Bolzen. Und ach, du hast schon Knüppel, das ist gar nicht übel. Dann haben wir ja bei dir schon mal eine stumpfe Waffe. Und halt, so. Kommst einen Punkt in Int und 2 Punkte auf Ausbilder. Wunderbar. So, und bevor ich es noch vergesse, Elite. Sehr schön. Dann schauen wir noch kurz beim Warenhändler vorbei. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gut. Ich würde sagen, das passt soweit. Und Moment, haben wir. Könnte ich hier theoretisch ein Produktionsgewerbe? Ja, könnte ich, wenn ich genug Geld hätte. Habe ich natürlich nicht. Nehmen wir uns mal hier diese Gruppe vor. Stellt euch mal hier auf. Infanterie hier, Bogenschützen hier, Elite da. So, sehr schön. Ja, ich denke, das ist gleich durch. Da dürften wir keine Probleme bekommen. Ja, und unsere Huskar-Einheiten, die pflügen hier richtig durch die Gegner. Mit Abstand die stärksten Nahkampfeinheiten. Manit, komm mal her. Ich habe Ausrüstung für dich. Zieh mal das hier auf und das hier an. So, besser als nichts. Das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Und wir gehen kurz zum Marktplatz und verkaufen den Rest hier. Moment, wir könnten uns eigentlich hier mal beim Pferdehändler mit ein paar Lastpferden hier eindecken. Die machen uns ein bisschen schneller. Ja, das ist jetzt bei den paar nicht wirklich viel. Größere. Oh. Na, uninteressant. So, stellt euch mal hier auf. Infanterie hier. Bogenschützen hier. Elite hier. So, wo sind die Gegner? Ach da. Die sind schon ziemlich nah. Versehentlich auf stumpfe Waffen umgestellt.
Das wollte ich natürlich nicht. Obwohl unsere Armbrustschützen, also die Rodok-Scharfschützen, die haben tatsächlich stumpfe Waffen. So, wunderbar. Das war's dann wohl wieder mal. Schauen wir mal. Ja, ein paar Gefangene. Unsere Fußsoldaten werten wir mal auf. Und den hier werfen wir raus und nehmen den hier mit. So, das wären alle Updates und dann schauen wir mal, dass wir hier vielleicht noch ein paar von diesen Sachen mitnehmen. So, und Manit ist, glaube ich, der Einzige, der irgendwas von dieser Ausrüstung hier brauchen kann. Ja, ich weiß, hier haben wir 24, da haben wir nur 21, aber da haben wir noch einen Schutz auf die Beine. Und komm, dann nehmen noch diesen hässlichen Schild hier. Und ich würde sagen, dann leveln wir mal unsere Leute entsprechend auf. Einen Punkt auf Reiten und einen Punkt auf Ausbilder. Deshavi. Du bekommst definitiv mal einen Punkt auf Stärke und dann hier Ausbilder. So, Firentis, was machen wir mit dir? Intelligenz, Ausbilder und... Na komm, Waffenmeister. Manit, was machen wir mit dir? Du bekommst erstmal einen auf Int und Ausbilder. Schadet nie, Ausbilder zu haben. Damit können wir unsere Truppen dann ganz gut weiter ausbilden. Vor allem im späteren Spielverlauf eine sehr, sehr wichtige Geschichte, die man definitiv nicht unterschätzen sollte. Moment, war da gerade ein Bauer? Vermutlich nicht. So, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, ich würde sagen, da ich hier momentan ja, in einem etwa 30 Grad heißen Zimmer bin, dass das hier so langsam mal genug sein sollte. Und ich würde sagen, wir sind für diese Aufnahme fertig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin.